Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Runde Startup Taxi, diesmal ohne Taxi, aber im herrlichen Studio hier von Luis und Christoph mit Dennis am Start. Moin. Ich grüße dich und wir stellen das neueste Produkt vor aus der Höhle der Löwen, hier wie immer schon vor der Show und wir werden euch komplett das Produkt auseinandernehmen, ins Detail reingehen und euch sagen können, wird jemand investieren und wenn ja, wer wird investieren? Und wir haben noch eine Menge andere interessante Details, die auch in der Sendung gar nicht rauskommen, oder? Ja, es ist total spannend und es ist spannend dann für mich auch die Sendung zu gucken, wie meine Prognose war und wir lagen verdammt oft richtig. Das ist ja fast schon erschreckend. Und du bist ein richtiger Höhle der Löwen, Sherlock Holmes. Echt. Ich bin stolz, dass ich dein Watson sein darf hier. Schauen wir mal, ob das jetzt auch wieder so gut klappt, aber Dennis hat gar nicht mal so unrecht. Unsere Trefferquote liegt ungefähr bei 70-80%, würde ich schon sagen, ne? Ja, es sind ja auch manchmal die Prognosen, die zwischendrin in der Sendung da sind. Gar nicht, ob jetzt jemand investiert, sondern was da passiert und welche Mechanismen dazu greifen. Und da denke ich, das passt schon ziemlich häufig. Dann schauen wir mal, was du von diesem Produkt hältst, was jetzt hier vorgestellt wird, schon vorab, vor der Show. Es nennt sich Baiku. 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 Da kann ich jetzt so, müsste ich sehen, wie das geschrieben wird aus dem Namen. Das jetzt? So wie Bike, so wie das Fahrrad. Baiku. Ja. Baiku mit H am Ende und U. Ist schwer. Es geht darum, dein Fahrrad als Werbefläche zu nutzen. Jetzt kannst du dir schon mehr darunter vorstellen, oder? Ja. Du gehst auf diese Webseite, Baiku, registrierst dein Fahrrad und dann suchen die Werbepartner für dich raus. Du fährst in eine Partnerwerkstatt und dann kriegst du so eine Scheibe montiert ins Vorderrad, die das komplette Vorderrad ausfüllt und da ist dann diese Werbung drauf. Bedeutet also während der Fahrt nicht unbedingt gut zu sehen, aber wenn du es abstellst. Dein erster Eindruck, du guckst so. Ja, weißt du, ich bin ja nun Unternehmer und bin seit 20 oder 30 Jahren damit beschäftigt, Vertreter abzuwehren, die mit immer neuen Werbeformen auf mich zukommen. In Supermärkten stehen irgendwelche Aufsteller mit Werbefilmchen und dann gibt es an Einkaufswagen. Stimmt. Kannst du das belegen? Ja. Und dann gibt es Autos, da kann dein Werbeaufkleber drauf, die dann irgendeinem sozialen Zwecke dienen, irgendwie von der Tafel oder die man dann mieten kann. Und also da gibt es zahlreiche Formate und dieser Werbemarkt, der ist ganz schön hart. Der ist allerdings da dann B2B. Und jetzt ist es ja B2C, das heißt, der Endverbraucher kann jetzt Werbung fahren, aber trotzdem muss ja vorher das B2B-Geschäft sein. Das heißt, die müssen Leute davon überzeugen, auf private Fahrräder zu kommen. Die Frage ist für mich jetzt, möchte ich mit dem Fahrrad rumfahren, was da vorne so eine Scheibe im Rad hat? So stelle ich mir das jetzt vor, richtig, genau, wo dann Werbung draufsteht. Ja. Bei der Fahrt kann das keiner sehen. Von der Tour de France weiß ich, wenn die das so verkleidet haben, dann ist das Fahrrad total windempfindlich. Das machen die ja bei den Zeitrennen, verkleiden die das. Ja, genau. Wenn der Wind dann von der Seite kommt hier, die ganz großen Fahrradfahrerstädte, die sind ja nun mal irgendwie am Wasser, am Meer, Amsterdam, Bremen, Oldenburg. Gut, Oldenburg ist nicht am Wasser, aber hier in Norddeutschland, da weht ordentlich Wind. Also ich würde... Und das merkt man schon, wenn man dann fährt. Oder? Kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Ja, und schon will ich da irgendwie einen blöden Werbepartner auf meinem Fahrrad haben? Nee, ich weiß, ein Möbelhaus in hier in der Weser-Ems-Region, die große Möbelschau zwischen Weser und Elbe, da konnte man früher in den 80ern irgendwie Aufkleber sich auf sein Auto machen mit so Marienkäfern. Alle wussten, dass dieses Möbelhaus mit Marienkäfern wird. Ich erinnere mich. So. Und dann hat man da irgendwie Rabatte für gekriegt oder man hat da irgendwas für gekriegt. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Yeah. Möchte ich als Werbepartner, denn ich sag mal, auf verbeulten Autos oder Fahrrädern durch die Gegend fahren? Und jetzt ist für mich die Frage, haben die ein funktionierendes B2B
System schon? Haben die Werbepartner für die Fahrräder? Haben sie schon, ja. Die sagen, die haben schon einen Pool von Unternehmen, die werben würden. Und du als Kunde, als Werbe, nicht als Werbekunde, sondern als derjenige, der so ein Fahrrad hat und die Werbung da drauf hat, kriegst pro Kilometer bis zu 20 Cent. Aber beim Fahren sieht man das ja doch eben gar nicht. Genau das war auch meine Frage. Ich habe gedacht, wieso werde ich pro Kilometer bezahlt und nicht pro Standort? Das dürfte doch auch egal, wenn ich das die ganze Zeit hier am Boulevard unten parke und da gehen 3000 Leute jeden Tag vorbei. Ist das doch viel wertvoller als ein gefahrener Kilometer. Ja, aber wenn ich sehe, wie die Fahrräder geparkt werden, so wenn die in Masse auftauchen, das ist alles andere als eine gute Werbefläche. Die stehen alle so dicht aneinander. Ja, ich zeig dir mal was dazu. Und jetzt gehen wir, jetzt kann man natürlich hier gleich klicken, verdiene bares Geld beim Fahrradfahren, also als Radfahrer anmelden oder lass deine Werbung auffallen, auch online kann er als Werbepartner reingehen. Ich gehe mal als Werbepartner eben hier rein und guck mal, was dann hier steht. Mach deine Zielgruppe zu deinen Markenbotschaftern. Ja, so sieht das Ganze dann aus hier. Mhm. Knackiger Hintern, Geld verdienen und Umwelt retten. Also ich muss so ein bisschen sagen, jeder schreibt sich heutzutage auf die Fahne, die Umwelt zu retten. Und das früher hat man immer gesagt, Greenwashing. Kennst du den Begriff noch? Ja, das. Weil was hat, das ist ja eine Plastikscheibe, ja? Wo Plastik produziert wird. Was hat das mit Umweltretten zu tun? Wenn ich da noch. Ja, dass sie die Leute halt motivieren, jetzt viel Fahrrad zu fahren, weil die nach Kilometern bezahlt werden. Ja. Also entweder das Fahrrad fährt oder es wird. Ist im Keller oder es wird in den großen Städten ja mit in die Wohnung genommen. Ja. Oder es parkt irgendwie mit dem Vorderrad irgendwo dran und wird angekettet, dass du es wahrscheinlich kaum sehen kannst. Also ich halte das echt für eine hanebüchene Werbeidee. Ja, ich glaube. Es gibt 1000 Plattformen, wo man besser Werbung machen kann als auf Fahrrädern für Privatleuten. Eine drehende Scheibe. Es ist besser am LKW hinten, wenn du an der Autobahn da hinterher fährst und dann, das haben ja auch manche als Werbefläche erkannt, da kann ich noch nachvollziehen und sagen, ja, macht vielleicht noch Sinn. Aber mit dem Fahrrad, das erscheint mir auch sehr, sehr schwierig, das Geschäft. Ich glaube nicht, dass sich das vernünftig umsetzen lässt. Und jetzt kommen wir auch nochmal zu dem, was die beiden haben wollen, für dich als Investorsicht. 200.000 Euro. Für 30% der Firmenanteile. Würdest du investieren? Nein. Aber endlich mal, man will jemand eine Summe haben, mit der man was machen kann. Mit der man jetzt skalieren könnte. Und nicht immer diese 20.000 und 30.000 Euro, die da haben wollen. Die Frage ist, wenn die so weit fortgeschritten sind, dass sie das Konzept haben, ja? Die Homepage ist fertig und das ist alles fertig. Wofür brauchen die jetzt das Geld? Die brauchen jetzt ja Kunden, die Endkunden wahrscheinlich, wenn sie die Werbekunden schon haben. Aber ganz häufig, vielleicht ist das auch so wie beim Makler oder bei Pferdehändlern, das ist noch viel besser. Ruf mal beim Pferdehändler an und beschreibe ihm genau das Pferd, was du suchst. Ne? Total brav, läuft gut und schnell und ist total sicher. Und eigentlich gibt es solche Pferde nicht. Jeder Pferdehändler sagt dir, und genau das Pferd habe ich, damit du auf seinen Hof kommst. Und jeder Makler sagt dir, ich habe genau das Traumhaus für dich. Und dann gehst du da durch und denkst, was zeigt er mir denn hier? Ich habe das ganz anders beschrieben. Nein, der zeigt dir das, weil er hofft, dass er dich als Kunden dann gewinnen kann und dass du ganz was anderes kaufst oder so. Und die müssen sagen, natürlich müssen die sagen, wir haben Werbekunden. Wir haben so viel Häuser im Bestand, wir haben so viele Kunden, die ein Haus suchen, wir kriegen das hin. Weil wenn sie da sagen würden, sie haben gar keinen, dann wäre schon vorbei. Ich habe mich übrigens vertan, das war, du kriegst keine 30%, sondern 20% nur für die 200.000 Euro. Das muss ja, da müssen die ja schon mega Umsätze machen. Das heißt, wir werten ihr Unternehmen mit 1 Million. Ja. Für das. Das heißt, wenn die das ist viel, eine viel zu hohe Bewertung. Ja, da wird keiner einsteigen. Dann, wenn die ihr Unternehmen jetzt mit 1 Million bewerten, dann müssen die im Jahr bestimmt 2-3 Millionen
4 Millionen Euro Umsatz machen. Ja, haben die mit einer steigenden Prognose. Haben die nicht. Was soll denn jetzt, stell dir mal vor, du bist mit deinem Witthus Hammer auf so einer Fahrradscheibe. Was würdest du denn dafür bezahlen wollen? Ich weiß, du kannst dich mit dem Konzept sowieso gerade nicht so aus. Ja, da, aber was, ja, da zahlst du Centbeiträge. Da zahle ich doch nicht pro Kilometer 20 Cent oder 50 Cent. Was? Aber bei dem Konzept stelle ich mir auch vor, wer produziert denn, wer bezahlt denn diese Scheibe, die da drin ist in dem Fahrrad? Wahrscheinlich würdest du die bezahlen, wenn du da rein willst, nehme ich an. Ne? Das wird ja sicherlich nicht Baiko bezahlen. Die Produktionskosten für Schilder werden eigentlich auf den umgelegt, der die Werbefläche belegt. Genau, das heißt... Du mietest die Werbe, wenn du im öffentlichen Raum was machst, mietest du die Werbefläche und dann kriegst du nochmal eine Rechnung für das Schild. Druckst das Plakat oder was auch immer, ne? Ja. Genau. Ja. Und also das kann das heißt, betriebswirtschaftlich, wenn du da 200.000 investierst, nee. Wie soll das Geld denn wieder zurückkommen? Dann auch überleg mal, man fährt ja noch in eine Partnerwerkstatt und lässt diese Scheibe montieren. Das ist also auch nochmal Arbeitskraft, die bezahlt werden muss. Ich schätze, diese Scheibe mit Druck und Einbau und allem drum und dran wird doch bei 50 Euro liegen. Ja, ist realistisch. Und das, wie willst du das wieder einspielen? Das heißt, du bezahlst diese 50 Euro pro Fahrrad und dann bezahlst du ja mit Sicherheit auch noch diese mehr als die 20 Cent, weil 20 Cent kriegt ja der Fahrradfahrer und du zahlst ja sicherlich mehr, weil Baiko will ja auch noch was verdienen. Sagen wir mal, du zahlst pro Kilometer, auch wenn das für mich immer noch keinen Sinn macht mit diesem pro Kilometer, zahlst du dann bestimmt 40 Cent. Ja, also ich sage, die kriegen keinen Deal, die stellen das davor und die Löwen werden genauso skeptisch sein wie wir und werden das betriebswirtschaftlich in der Luft zerreißen. Denke ich auch, ja. Das macht betriebswirtschaftlich gar keinen Sinn. Und wenn die weiter nachbohren, werden die merken, dass da noch gar nicht so viel Substanz und ist. Und es macht noch nicht mal, also... Und es macht überhaupt keinen Sinn, das haben wir ja vorher herausgefunden. Das ist die denkbar ungünstigste Form, irgendwo zu werben. Das kommt noch oben drauf. Weiß man nicht, wie man damit Geld verdienen soll. Dann kommt noch diese hohe Bewertung. Genau. Und da frage ich mich, vielleicht hat schon jemand viel Geld investiert und sucht jetzt die Öffentlichkeit. Alles zusammengefasst mit dieser Bewertung, glaube ich auch gar nicht, dass sie es auf einen Deal abgesehen haben. Also da muss man schon sehr viel Fantasie reinstecken, wenn man jetzt sowas gegründet hat, um zu denken, dass jemand bei der Bewertung einsteigt, bei dem, was da ist aktuell. Und dann noch mit diesem wirklich nicht sehr tragfähigen Geschäftsmodell, was dahinter ist. Gepaart mit dem Werbekonzept, was für mich auch nicht so stimmig ist. Da wird niemand investieren. Schaltest du denn ein? Guckst du rein am Montag? Ja, ich guck natürlich rein. Und was ich dir mal sagen muss, ich finde die Sendung eigentlich ganz gut, die wir hier so machen. Ja. Und ich finde, das sind viel zu wenig Abonnenten da draußen. Ach, ich vergesse das immer, Gucken. Du musst ein Call to Action machen. Stimmt, vergesse ich immer. Also Leute, Dennis sagt mir immer, mach ein Call to Action. Ich nehme mir das jetzt mal zu Herzen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal von Dennis Witthus erstmal. Nein, und von Saal müsst ihr abonnieren. Beide Kanäle. Gebt einen Doppeldaumen nach oben. Schaut Montag rein, Hülle der Löwen. Und wir sehen uns zu den nächsten Folgen hier. Alles wie immer zuerst auf diesem Kanal, bevor ihr das überhaupt erst bei Vox erfahrt, was da los ist. Und wie ihr gemerkt habt, erfahrt ihr hier noch viel mehr zu dem ganzen Thema. Wie geil ist denn das Paket überhaupt? Besser geht's doch nicht. So, und damit sind wir raus. Bam!